Schlagersänger und Moderator Stefan Meross hat sich für das Jahr 2024 viel vorgenommen. Er will gesünder leben und sich von schlechten Angewohnheiten wie Tankstellenessen endgültig trennen. Ein Neustart für die Gesundheit? Stefan Meross hat sich in ein bayerisches Medizinresort zurückgezogen, um sein Wohlbefinden auf Vordermann zu bringen. Sein Programm umfasst Abnehmen, Entgiften und Anti-Aging, ein Vorhaben, das er nun gemeinsam mit seiner Freundin Eva Luginger in Angriff nimmt. Die beiden prominenten Gäste sind nach Bayern gefahren, um sich von allem Giftigen zu befreien. Im Fokus stehen vor allem Ernährung und Bewegung. Stefan Meross und Eva Luginger gönnen sich Auszeit in Niederbayern. Doch nicht nur physisch, auch emotional tut dem Schlagersänger diese Auszeit sicherlich sehr gut. Denn nach seinem Eheaus im letzten Jahr sah er sich einigen Vorwürfen ausgesetzt. Die Beziehung zu Eva Luginger, ebenfalls Schlagersängerin, die bereits kurz nach seiner Trennung von Anna-Karina Wojcik begann, wurde von einigen kritisch beäugt. Ein Neustart für die Gesundheit? Stefan Meross hat sich in ein bayerisches Medizinresort zurückgezogen, um sein Wohlbefinden auf Vordermann zu bringen. Sein Programm umfasst Abnehmen, Entgiften und Anti-Aging, ein Vorhaben, das er nun gemeinsam mit seiner Freundin Eva Luginger in Angriff nimmt. Die beiden prominenten Gäste sind nach Bayern gefahren, um sich von allem Giftigen zu befreien. Im Fokus stehen vor allem Ernährung und Bewegung. Stefan Meross und Eva Luginger gönnen sich Auszeit in Niederbayern. Doch nicht nur physisch, auch emotional tut dem Schlagersänger diese Auszeit sicherlich sehr gut. Denn nach seinem Eheaus im letzten Jahr sah er sich einigen Vorwürfen ausgesetzt. Die Beziehung zu Eva Luginger, ebenfalls Schlagersängerin, die bereits kurz nach seiner Trennung von Anna-Karina Wojcik begann, wurde von einigen kritisch beäugt. Zu seinem Foto schrieb Meross unter anderem: Ich tanke Kraft für die bevorstehende Zeit. Ich freue mich auf alles, was kommt. Fit ins neue Jahr. Es wird deutlich, dass radikales Fasten nicht auf dem Programm steht. Stattdessen versucht er, seine Ernährungsgewohnheiten einfach gesünder zu gestalten, mit viel Grün und reichlich Gemüse. Stefan Meross setzt auf Entgiften und Yoga, zusammen mit Freundin Eva. Das Paar hat dem ungesunden Lebensstil den Kampf angesagt und verbringt nun einige Tage in Bad Birnbach in Niederbayern, um sich einer ganzheitlichen Gesundheitskur zu unterziehen. Hier gibt es nicht nur viel frische Luft für den deutschen Schlagerstar, auch seine Fitness- und Körperfettwerte werden überprüft. Resultat: Der Moderator hat erkannt, dass es vielleicht ein paar Gramm weniger sein könnten. Meross erklärt die zusätzlichen Pfunde mit zu viel Raststättenessen während langer Autofahrten, übermäßigem Genuss von Braten an Weihnachten und Silvester sowie zu wenig Bewegung im vergangenen Jahr. Ein Problem, das vielen von uns bekannt vorkommen dürfte. Gemeinsam mit seiner Eva will er seine schlechten Gewohnheiten jetzt überwinden. Dabei setzt der Sänger auf Entgiften und Yoga. Wie lange die guten Vorsätze bei Stefan Meross halten, bleibt abzuwarten. Dieser Text wurde mit Unterstützung künstlicher Intelligenz, KI, erstellt und von der Redaktion, Julia Bauer, bearbeitet und geprüft. Mehr zu unseren Regeln im Umgang mit KI gibt es hier.